Herzlich willkommen zu diesem ersten Video, das was mit Programmieren zu tun hat. Ich möchte jetzt in relativ einfachen Schritten zeigen, wie Sie ein Hello World Programm machen können. In Java, das ist nicht so spannend natürlich, sondern wir machen das mit IntelliJ. Und da verwenden wir aber nicht IntelliJ selber zum Erzeugen des Hello World Programms, sondern wir arbeiten da mit Gradle. Grund, warum wir das tun, ist, Gradle ist ein Bildsystem, womit Sie Java-Dateien unabhängig übersetzen oder testen oder auch statische Analyse machen können, unabhängig vom IntelliJ, Eclipse oder anderen Softwareentwicklungsumgebungen. Wir brauchen das, weil wir ja den Source-Code, den Sie einchecken ins Repository, im Repository übersetzen wollen. Und das soll im Rahmen des Repositories, der sogenannten Build-Pipeline, sollen auch die Unit-Tests ausgeführt werden, sodass eigentlich eine automatisierte Qualitätssicherung, ein automatisiertes Kompilieren, ein automatisiertes Deployen vielleicht möglich wird mit den Bordmitteln von GitLab. Und um das zu ermöglichen, deswegen brauchen wir Gradle. So, also starten wir mal mit einem ersten Projekt. Und dafür gehen wir ins IntelliJ. Wenn Sie Gradle interessiert, finden Sie Gradle auf einer eigenen Homepage. Sie sehen es hier, Gradle Build Tool. Die URL ist https://gradle.org. Da finden Sie die vollständige Dokumentation. Das beantwortet Ihnen Fragen. Wir nutzen das Gradle, was automatisiert im IntelliJ mitgeliefert wird. Und da würde ich jetzt Ihnen zeigen, wie Sie ein Projekt aufsetzen. Also wechseln wir ins IntelliJ. Hier sehen Sie erstmal einen Startbildschirm und ich lege jetzt ein neues Projekt an und erkläre so ein bisschen, was da wichtig ist. File, New, Project, also damit lege ich allgemein neue Projekte in IntelliJ an. Und jetzt geht ein Dialog auf, an dem ich verschiedene Optionen wählen kann. Jetzt ist es wichtig, Sie machen kein normales Java-Projekt. Das würde bedeuten, dass IntelliJ sich selber um alles kümmert und dann könnten Sie den Source-Code nicht mehr so einfach in der Build-Pipeline übersetzen. Deswegen wechseln wir hier auf Gradle. Es gäbe noch die Alternative, das mit Maven zu machen. Man könnte sagen, Gradle ist ein bisschen die Weiterentwicklung von Maven. Die nutzen dieselben Konzepte. Das heißt, wenn Sie verstehen, wie Sie mit Gradle arbeiten, können Sie das sehr leicht auf Maven übertragen und andersrum genauso. Gradle und Maven sind so zwei Bildsysteme, die im Java-Umfeld sehr stark verbreitet sind. Gradle ist ein bisschen hübscher, weil man hinter Gradle eine Skriptsprache setzen kann, da ist Groovy dahinter. Man kann Gradle auch mit Kotlin programmieren. Das zeige ich aber gleich, was das für Sie bedeutet. So richtig sichtbar ist es in den Sachen, die wir machen, noch nicht. Also, Sie wählen hier oben Gradle aus. Dann wollen wir ein Java-Projekt machen. Es geht jetzt hier erstmal um ein einfaches Hello World. Dann ist es wichtig, Sie machen kein Kotlin. Grund ist, Kotlin ist weder gut noch schlecht. Ich kann halt nur die Groovy-Variante und deswegen machen wir erstmal die. Das liegt an mir, nicht an Ihnen. Dann ist noch wichtig, Sie haben hier oben ausgewählt das JDK 11. Und zwar habe ich jetzt standardisiert, dass wir das Adopt JDK Version 11 nehmen. Das hat Long-Term Support. Also, da kann man davon ausgehen, dass dieses JDK wahrscheinlich, ich weiß es nicht hundertprozentig, gut mit IntelliJ läuft, weil das JDK schon lange draußen ist und weil alle Entwickler genügend Zeit hatten, das aufeinander abzustimmen. Zweitens hoffe ich, dass das gut mit Gradle zusammenläuft, denn wir hatten in der Vergangenheit häufig genug Probleme aus dem lustigen Wunderspiel zwischen JDK-Version, IntelliJ-Version und Gradle-Version und da hat häufig was nicht geklappt und immer wenn das der Fall ist, nimmt man die Innovationssachen raus und verlässt sich auf bewährte Standards. Also wir nehmen Java Version 11 und zwar in der Adopt JDK-Version. Das ist dasselbe JDK, was wir nachher auch in der Build-Pipeline verwenden werden. So, ich gehe jetzt also auf Next. Dann müssen wir uns irgendwie einen Titel überlegen. Ich nenne das jetzt mal Studienarbeit. Weil Sie sollen im Laufe dieses Semesters ja eine Studienarbeit schreiben. Und das tue ich in genau das Verzeichnis, wo ich das Git-Zeug schon ausgelagert habe. Ich habe ja hier ein Verzeichnis angelegt, vv-inf 21 Beneken-Gerd und in dem Verzeichnis werden wir jetzt das neue Projekt anlegen. So, also ich mache jetzt hier das Verzeichnis auf Beneken-Gerd
Okay. Directory is not empty. Das ist klar, weil da die .git-Datei schon drin ist, wo Git die alle Daten des lokalen Repositories lagert. Dann kann ich hier weiterschauen. Artifact Coordinates. Jetzt kann sich da jeder seine eigene Homepage ausdenken, sozusagen. Ich nehme jetzt mal so eine Art Daten der TH, de.thro.vv. Meine Veranstaltung, in der wir das machen, heißt VV und THRO ist sozusagen die Abkürzung für TH Rosenheim. Sonst, also Java mag, glaube ich, diesen Bindestrich eh nicht. Also die originale URI könnte ich eh nicht verwenden. Insofern nehme ich jetzt mal was Verkürztes. Dann werden auch die Texte ein bisschen kürzer. Finish. So, jetzt geht's los. Jetzt kann das alles ein bisschen dauern, weil jetzt läuft sozusagen das Initialisierungsskript durch. Gradle fängt jetzt an, auch so ein paar Dateien aus dem Internet runterzuladen, damit Gradle arbeiten kann. Auch das werde ich in Videos nochmal genauer erklären, was Gradle noch leistet. Gradle ist nicht nur ein Automatisierungstool, sondern auch so eine Art Package Manager, der JAR-Dateien, auf die Sie angewiesen sind, aus dem Internet runterladen kann. Sie sehen das hier. An dem Dialog, hier ist ja Org, JUnit, Jupyter und so weiter, da wird ja die entsprechende JAR-Datei vom Maven Repository runterladen. Was das alles ist, zeige ich Ihnen im Laufe der nächsten Videos noch. Wahrscheinlich kennen Sie es eh schon. So, wie gesagt, und jetzt baut uns Gradle ein erstes Projekt zusammen, erzeugt die Verzeichnisse und auch im Hintergrund die entsprechenden IntelliJ-Dateien. Schauen wir uns mal an, wie weit das gediehen ist. So, was sehen Sie jetzt auf diesem Bildschirm und was hat das mit Gradle zu tun? Sie sehen hier eine die Datei, die im Grunde das Projekt beschreibt. Man könnte das so als deklaratives Bilden ansehen. Also deklarativ heißt, ich schreibe der Entwicklungsumgebung nicht den Prozess des Bildens vor, sowas wie macht den Compiler, dann den Testtreiber und so weiter, sondern beschreibe mehr so deklarativ, wie das Projekt auszusehen hat und was man gerne wollte. Und die Art und Weise, wie das gemacht wird, das denkt sich das Bildsystem selber aus. Ja, also es ist derselbe Vergleich, deklarativ wie SQL im Vergleich zu prozedural wie Java, also sagen algorithmisch wie Java. Und so, jetzt ist ja wohl fertig geworden, keine Sanduhr mehr da. Das heißt, jetzt können wir uns mal alle Ergebnisse im Detail anschauen. Das heißt, im Hauptverzeichnis findet sich jetzt eine Datei, die nennt sich Bild.gradle. Die machen wir mal geschwind auf und gehen die mal kurz durch. Was Sie hier sehen, ist ein Skript in einer Programmiersprache. Also das heißt, man kann da auch einen Algorithmus reinschreiben und man kann es erweitern. Die Programmiersprache heißt Groovy. Wie gesagt, dasselbe könnten Sie auch in Kotlin anschauen, wenn ich vorher den anderen Knopf gedrückt hätte. Was sehe ich hier? Erstens, wollen gerne ein Java-Projekt haben. Da lade ich ein Plugin nach, was dann Java macht. Auf die gleiche Art und Weise bauen wir später statische Codeanalyse ein oder bauen auch den Sonar Cube dazu. Dann sagen wir hier group.de.thro.vv. Das ist dann das Prefix von allen Java-Klassen. Das ist sozusagen der Anfang von der Package-Struktur. Version ist, Gradle arbeitet mit Versionen des Projektes und wir arbeiten jetzt an der Version 1.0-Snapshot. Repositories heißt, Maven ist ein Package-Management-Werkzeug, das lädt JAR-Dateien aus dem Internet runter, die Sie brauchen. Also in unserem Beispiel ist es nur JUnit. Es wird später sowas wie Spring Boot oder wie Hibernate aus dem Internet runterladen. Das heißt, hier stehen die Dependencies drin, das sind die Dateien, die er runterladen soll. Und hier Repositories steht, wo er die ganzen Sachen herkriegt, in dem Fall Maven Central. Wo das ist und was da drin steht, zeige ich Ihnen auch noch. Und dann kann man bestimmte Schritte im Bildprozess noch genauer beschreiben, beziehungsweise tatsächlich einfach so Programmelemente, Algorithmen einbauen. Das sehen Sie hier unten mit dem Test. So, das war mal das Bildskript. Das werden wir uns später nochmal genauer anschauen. So, jetzt haben Sie im Projekt zwei wichtige Verzeichnisse. Das ist Main und Test. Und die haben beides Unterverzeichnis Resources und Java. In Resources sind sowas wie Properties-Dateien drin, Bilder, falls Sie irgendwas mit Bildern machen, Konfigurationsdaten, also all das finden Sie in Resources und in Java jeweils das Java-Programm, das Sie schreiben. Und was jetzt wichtig bei Gradle ist, es ist das Programm,
in Java, also das, was Sie deployen würden, getrennt von den automatisierten Testcases, zum Beispiel mit JUnit. Andere automatisierte Testwerkzeuge würden auch gehen. Grund dieser Trennung ist, dann können Sie die Codebases separat ausliefern. Das heißt, ich habe alle normalen Codebases in Main drin und alle Testcases in Test. Und in die Produktion liefere ich, wenn ich das für richtig halte, nur das aus, was in Main drin steht. Wir machen Hello World, also gucken wir es nur Main an. Das geht nicht mal. So, jetzt haben wir hier in Ja, das heißt, was brauche ich jetzt? Ich sage jetzt hier New, jetzt mache ich erstmal Package auf. de.thro.vv. Ich nenne es jetzt einfach mal Studienarbeit. Studienarbeit. So, jetzt haben wir ein Package. Was ich dann mache, jetzt erzeuge ich in dem Package meine tolle neue Datei, eine Java-Klasse. Ich sage jetzt hier Java-Klasse, die nenne ich Hello World, das kennen Sie schon. Der sagt, er will das zu Git adden. Das mache ich später manuell. Da würde ich Ihnen gerne noch ein paar Sachen zeigen, bevor wir alles zu Git reintun. So, jetzt haben wir hier Hello World. Jetzt brauchen wir hier eine statische Methode, wo ich Hello World eingeben kann. Das heißt, ich sage jetzt hier public static void main. Dann erzeugt mir das IntelliJ dankenswerterweise diese Datei. Und hier sage ich noch sout, heißt das, glaube ich, genau. Hello World. Schalala. Speicher das. Das war's. So, jetzt haben wir ein Hello World Programm geschrieben. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt damit? Sie können das jetzt hier in IntelliJ starten. Ich drücke einfach einen Startknopf. Run Hello World.main. Und dann baut uns das IntelliJ mit Hilfe des Gradle-Skriptes unser Hello World. Und Sie sehen, er hat hier, wenn Sie die Ausgabe anschauen, mit Hello World auch wirklich funktioniert. So. Was hat jetzt das Gradle damit zu tun? Jetzt kann man das alles, was Sie hier gesehen haben, auch über Gradle machen. Gradle bietet hier sogenannte Tasks an. Auch da gehe ich in weiteren Videos nochmal drauf ein. Wir nehmen jetzt hier einfach mal den Build-Task. Der macht sozusagen die wesentlichen Sachen. Ich zeige Ihnen auch später nochmal eine Verlaufsgrafik. Wenn ich jetzt hier Doppelklick auf Build mache, dann hat er hier alle möglichen Schritte im Build-Prozess durchgeführt und uns auch das Hello World erzeugt. Man kann das Gradle auch auf der Kommandozeile aufrufen. Ich habe hier mal das Terminal-Fenster aufgemacht. Wenn ich jetzt hier mal dir sage, dann hat er hier auch ein Gradle w.bat. Bat deutet darauf hin, dass ich das laufen lassen kann. Also ich kann auch hier sagen, Gradle w build. Dann müsste eigentlich dasselbe funktionieren. Das mache ich jetzt nicht. Starting Daemon, doch, mache doch. Also was ich hier deutlich machen möchte, das ist jetzt hier ein Windows-Terminal, also so eine Shell quasi. Und ich kann es also in der Shell in Windows Gradle w.bat aufrufen und auch dann übersetzt er mir die Codebase. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, wo das Bildergebnis ist, das zeige ich Ihnen hier in der Entwicklungsumgebung mal, dann finden Sie das normalerweise unter Build-Libs und da steht Studienarbeit. Das ist das, was ich in die Build-Gradle-Datei reingeschrieben habe, Version 1.0 Snapshot und das ist die JAR-Datei. Und auch die müsste man ausführen können, wenn ich hier sage Run Studienarbeit irgendwas. Da ist offenbar noch was verkehrt. Das repariere ich im nächsten Video. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher. Jetzt haben wir ein Hello World-Programm.